Leute, willkommen zur Folge 500 von Plants vs. Zombies 2. It's about time! Wie bereits angekündigt, werden wir heute uns dem letzten Rätsel ein neues Update... das stimmt gar nicht. Ich habe gerade eben nachgesehen im Play Store. Es gab kein Update. Das ist, verarscht mich doch. Egal. Auf jeden Fall werden wir uns heute dem Zeitriss widmen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe versucht, es im Internet herauszufinden. Ich habe keine Videos finden können, keine Artikel, gar nichts. Keine Patchnotes, gar... Ich konnte nichts finden, was da macht. Und ich bin jetzt mal gespannt. Er macht nichts. Der Zeitriss macht gar nichts. Außer wenn ich draufklicke, dann macht er das da. Also das ist ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Äußerst enttäuschend. Vielleicht muss ich ganz oft draufklicken, damit was passiert. Vielleicht passiert dann irgendein Gimmick vielleicht oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht irgendwo hier mal an einem der Enden. Ich klicke mich mal durch diesen Zeitriss durch. Das sieht fast aus wie eine Hand. Hier die Hand so, hier der Daumen so ein bisschen und hier der ausgestreckte Zeigefinger. Naja. Okay, also der Zeitriss scheint nichts zu machen. Wieso habe ich den die ganze Zeit gemieden? Ich dachte, da kommen jetzt irgendwie so ultra schwere Level oder sonst was. Oder ich meine, was ist mit dem Paradoxon von dem, der... Wir haben den Taco nicht gegessen. Wir haben den Taco in dem modernen Ding, haben wir nicht gegessen. Der Dr. Zombos hat ja auch gesagt, dadurch, dass wir den Taco essen wollen, würden wir ein Paradoxon werfen. Deswegen sind die Zeitrisse erschienen. Was ist damit? Die Geschichte ist nicht komplett. Ich dachte, das würde alles jetzt hier gelöst werden. Das ist pure Enttäuschung. Und ich habe nachgesehen, den Zeitriss gibt es schon seit mehreren Jahren. Dass die nie was mit dem gemacht haben, das ist... Schade. Ach, komm her. Na gut. Wir haben Pech. Er macht nichts. Ich habe gesagt, 500. Folge wird ausschließlich der Zeitriss sein. Pech gehabt. Es tut mir echt leid, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.